示すまま地女性はいられない今夜冷静さを忘れて Willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Together, Staffel 3. Er schaut gerade in den ins Wasser. Ich weiß, das Wasser ist schön. Obwohl, sieht Lava nicht noch schöner aus? Keine Ahnung. Hallo, ich bin dann auch mal da. Also ich habe einfach noch nicht gesprochen, ich war die ganze Zeit da. Ja, er hat doch zu tun. Er muss essen. Nein, ich habe nicht gesprochen. Ich hab fertig gegessen. Ach, stimmt, du bist schon fertig. Jetzt geht's über die große Brücke. Nicht mich schubsen, bitte. Ja, ich bin extra extra angehalten. Weil ich hab so krankes Zeugs und das möchte ich auf keinen Fall verlieren. Ich auch, ne. Meine Dia-Rüstung ist so heftig, die ich mit hab. Sie ist so heftig, die ganze OP-Equip zerstören. Da springt da einfach mal YOLO runter. Nee, Leute, wir sind Vorsteher, wir gehen den normalen Weg, wir sind auch zivilisiert. Oh. Ein paar Fackeln kann ich noch machen, also ich kann noch ein bisschen fackeln. Ey, ist da Quarz? Ey, das nehme ich mit. Auch noch mal ein bisschen. So, du hast mir erzählt, du hast die Feste gefunden. Okay, ich muss jetzt nur noch mal wissen, wo ich lang gelaufen bin. Dann zeig mir diese wunderbare Festung. Hier oben. Leck. Wow, Pigmans, hi, wie geht's? Hochgegangen, gut. Moment. Kurz mal Inventar umlegen. Ja, ich lege mein Inventar um. Das ist nicht so falsch, wie es gerade klingt. Das zerstört einfach das Inventar. Ja, kann man auch mal machen. Ja. Ich bin da, ich folge dir. Der macht da mir den Weg frei. Lässig. Sicherheit für uns im Norden, Provinzial. Oh, norddeutsche Werbung, interessant. Dass die auch solche Sprüche drauf haben. Gast wieder da, ja. Der Gast, er will uns gasten. Echt so garstig, Alter. Das kann man so falsch verstehen, das ist. Wo ist da eigentlich überhaupt der Gast? Ich will ihn töten. I don't really know. Ich töte den also da vorne ist die Festung. Übrigens. Okay. Ich töte den mit Power 3. Ich meine, Power 3 ist no match for anyone. Komm, noch mehr Quarz, komm. Weißt du, so lange bis meine Picke hier kaputt ist? Ich habe extra zwei Eisenpicken gemacht, damit ich auch. Wir rutschen bei Pick ist ja gleich kaputt. Jo, mein Helm ist weg. Nice. Mein nächster Helm ist weg. Ich bin ein helmloser Mensch. Aber egal. Es juckt mich nicht. So, wir brechen ein. Okay, normal würden wir durch die Haustür gehen mit der Festung. Ich mach's aber aufbrechen. Ich muss aber aufbrechen. Und jetzt hier sind Nether Watson.
Never warzen. Echt? Wo? Ist so dumm, dieses Wort aus in der letzten Folge schon. Wo? Ich seh's gerade nicht. Nein, unser Ziel ist, ihn zu finden. Kommst du hierher? Ja, rein, richtig? Ich hab dir den Eingang aufgemacht, du kannst sagen, jetzt reinkommen mit. Auf die Mauer. Okay, warte, ich baue ja noch das Quarz ab. So, Level 30 confirmed. Ich hab eben 60 Level verdonnert, 58 Level verbraten. Für meine geile Rüstung und für dieses gute Schwert. Bist du schon weitergegangen? Nein, ich bin noch da hinten und hab Quarz abgebaut. Och, geil, ist die Festung geil. Ich guck mich gerade hier oben ein bisschen. Aber ein bisschen Schiss habe ich schon. Weil du weißt ja nie, was dich erwartet. Ich kann ja alles sein. Wenn ich Pech habe, es kommt, wird das Skelett. Oder ich zünd mich einfach mal selber an. Maßnahme. Ist klar, Chaos. Lass mal kurz, ich gelte mal einfach mal live. Ich weiß nicht, ich brenn nicht und ich. Das war gerade irgendwie komisch, ich lag gar nicht in der Lava und ich hab trotzdem gebrannt. Hättest du mal sehen müssen. Ich stand in der Lava, nicht an der Lava und hat trotzdem gebrannt. Oh, Lohe. I help you out. Oh mein Gott, ich hätte fast den Zombie-Pigman dahinter abgeschossen. Was? War richtig close. Ich hau weiter. Ich höre noch welche. Hier ist safe. So, dann schauen wir uns mal um. Wo wollen wir lang? Das ist den Eingang. Wir müssen wissen, wo wir zurückkommen, ne? Ja, da auch wollen wir mal rein, oder? In das Gebäude da oben. Wir brechen ein. So, ich brech ein. Hey Hund! Alles gut. Hier, wir können rein. Ganz kurz, ich muss mal eben runter zum Hund. Alles klar. Ich bin zwar kurz alleine. Das heißt, ich werde sterben. Ist zwar schon von Glaube gut. Ja. Boah! Hallo! Ein bisschen Schiss habe ich schon. Nicht erwarten. So. Hat dir gefallen, dass. Wenn du jetzt. Ne, warte. Ich hier nicht einfach gleich verrecke und wieder suchen muss, bis er wieder. Ist. I save my life. Was gibt's hier? Bisschen Stuff. It's too hard to find my way out of this fortress. Ist da was? Ich ende. Hm. Schade. Ah. Das war eine Niete. Ja, sterben. Kann man machen. Ach Gott, es ist da wunderbar, wunderbar, wunderbar. So wunderbar. Voll platzen könnte. Weil es die beste Aufnahme ever ist. Die kann man auch rein. Wenn man wollte, aber wir wollen so eine. Wir wollen suchen.
Ausgang oder was ist da? Yep, da wollten wir eigentlich gar nicht hin. Ganz schnell Rückwärtsgang einlegen. Da waren wir schon. Soll ich mal wieder da? Ja, ist gerade alles safe hier. Kannst du ruhig draufkommen, erstmal nicht erstmal wieder durchstellen, bevor ich die Maps wieder zuschalte. Bevor ich, nur drin gerade. Chaos? Hm? Wo bist denn du drin gerade? Ja, war kurz, ich. Ah, da, ich sehe deinen Namen, Ah, du siehst meinen Namen. Scheiße, und ich bin voll mit Equip. Ich bin voll. Ich sehe den Namen. Digga. Das ist ein Gegner. OMG! Ich bin hier. Netherwarzen! Fuck my life! Komm noch mehr, Netherwarzen! Fuck my double life! Hä? Ich will Skullchap mitnehmen und kann's nicht. Das ist eh nicht so richtig. Ich kann es mit dem, was scheiße bin. Dann noch ein paar Sattel mitnehmen, genau. Auch noch was mitnehmen. Da ist Sattel leer, ich nehme ihn mal mit. Ich meine, man kann die Seite mehr Seite genug haben. Hier ist Endstation. So, wo muss ich, wo müssen wir lang? Oben war ich noch nicht, da will ich jetzt nach oben rennen. Ja, dort. Ist auch eine Station. Ist da was? Mal ein bisschen, Glowstone nochmal mitnehmen. Das wäre auch nicht schlecht. Einfach mal Glowstone in die Hölle schicken. Bleib mal da. Ich habe einen ganz coolen Weg zurück für uns. Ja, ich weiß, wo wir sind. Geht ganz schnell, weil es ein richtig kurzer Weg ist. Ja, war kurz. Ich werde mal kurz gucken um die Ecken, ob da was ist. Ich irgendwas vergesse und dann sage, oh Gott, ich hab's vergessen, bin ich dumm. Noch mehr Stuff. Wo ist denn mein Eingang, wo ich mich reingebaut habe? Keine Ahnung, ich komm zurück zu dir. Hä? Bin ich grad so doof? Du bin doof? Das wäre was ganz Neues. Ruhe auf den billigen Plätzen. Was denn? Ja. Chaos. Ja, wo bist du? Na, egal, ich komme mal hoch zu dir. Hier, den Durchgang habe ich gebaut. Hier. Da einfach durch. Ja, ich hätte den Ausgang. Der Ausgang ist auch klein. Nee, der ist nämlich gar hier oben. Netherwarzen hast du? Ja. Wie viele hast du? Ich kann sagen, noch mal kurz. Ich habe. Ne, da war's 43. Das reicht. Was gibt's hier eigentlich in den Gängen? Komm. Unsere Neugier ist doch geweckt. Hier ist nix. Ich da weit runter geht, lol. Ich schau nach, ob's noch was gibt. Also ich bin fertig. Ich hab einen Lohnspawner gefunden. Ja. Aber brauchen wir echt noch Lohnrouten? Nee, ich würde aber den Router, diesen Spawner erstmal stilllegen. Ja, dann kannst du ihn noch abbauen sonst. Gibt Level. Ja, gut, meinetwegen. Komm her. Wir brauchen ihn ja nicht. Fast der Feindreich. Gibt's hier noch was? Hier kann man hoch. Ich schau mal schnell nach. Ich bin bei X-437Z156. Ich bin da im Ausgang, wo wir eben rausgekommen sind. Ja. Du müsstest mich eigentlich sehen. Ich bin hier irgendwo oben. Das ist seh dich echt nicht. Echt? Zu doof. Guck mal nach X-436Z152, da oben stehe ich jetzt. Höhe okay, muss. 78. Ja, ich komm sofort, ich baue noch einmal die Quarzerde hier gerade ab, an der ich dran bin. Ich setz mal hier eine Fackel an die Position, dann solltest du sehen. Da geht's rein. Ich bin da oben. Was? Minus wie viel und minus plus was? X-428Z152. Ich seh dich. Okay. Da bist du.
Hi. Tag. Hier oben, ich bin oben auf der Schlossmauer. Das sehe ich. Ich guck mal nach, ob es schon was gibt. Rechts ist Endstation. Gut, da brauche ich nicht weiter suchen. Spawn hast du abgebaut, oder wie? Ja. So, geradeaus oder links abbiegen? Ich bin für links abbiegen. Also links abbieger, ja? Ja. Du hast einfach keinen Führerschein. Ja, was haben wir denn hier? Ein Lone Spawner. Die Level überlasse ich dir. Ich hab 21 Level dann. Ja, komm hier hoch. Oh mein Gott, da wäre ich fast runtergesprungen. Alter, wenn du es gemacht hast, ich hätte dich so ausgelacht. Alter, diese Dia-Rüstung, ne? Ich will sie nie wieder verlieren. Wo warst du eigentlich dann? Lol, Black. Lol, wie ich in den Blacken backe. Siehst du das? Du backst bei mir, ne? Hä? Ich kann nichts machen. Was ist das? What is this shit? Für mich ist der Server auch gerade offline. Jetzt zählt er da. Dein Internet hat kurz gesagt, nee. Meluja, wir haben keinen Bock auf dich. Ich jump ja gerade hier oben. Für mich wie als wäre ich der allergrößte. Scheiß Angeber, ey. So. Die Ehre gehört dir. Jawohl, oh. Was ist los? Sagen wir, kommen zurück jetzt. Ich würde schon gucken, was hier ist. Ich guck gerade die Mauern durch. Wir sind gerade erst hochgekommen. Von daher, eigentlich würde ich immer. Wir brauchen doch die Wither-Skelette. Ja. Eigentlich. Bist du für was gerade Herausforderung? Okay, da gebe ich dir für Kürti 1 rein. So. Müssen wir die einfach. Vor allem mit meinem Plünderung 3 Schwert lohnt sich das ja auch noch richtig. Jetzt dürften sie kommen wieder. Achtung, das heißt Achtung, die können kommen. Okay. Aber wir brauchen denn die Heads noch. Stimmt, ja? Die wir wollen noch ein Wetter beschwören. Wie viele Zombie-Pigmen einfach instant gespawnt sind. Guck dir das mal an. Oh, lohnt. Du weißt schon, dass wenn wir den Wetter bekämpfen, dass wir eine Basis ungefähr so ziemlich weit weg von unserer Insel bauen müssen, aufstellen müssen. Weil wenn wir nämlich zu nah sind, haut der Wetter uns alles weg, was wir gebaut haben. Das ist ja auch scheiße. Ach komm, YOLO. Da vorne. Der gehört mir. Töte ihn. Jawohl. Der war doch einfach. Das ist ein normales Skelett. Ach, hier ist der Ausgang, ja, dann lass doch hier weiter rausgehen. Das ist eine Lohe. Warte. Dann kommen wir nochmal zurück. Alter, Lohe, Two-Shot umgebracht. Hallo Pigments, alles gut, alles chillig. Wo bist denn du gerade? Ich bin auch bei der Festung, dort wo wir die Lohe getötet haben. Weil ich will gucken, ob Skelette kommen. Mir auf jeden Fall Bescheid, weil ich aber das Looting-Schwert und damit ist es wahrscheinlich, dass wir Dinger kriegen. Wo bist du gerade? Oh, das ist ein Magma-Cube. Da wo die beiden Lohnspawner waren. Achso, du bist da oben. Auf der Mauer. Nee, nicht oben, ich bin unten davon. Ich seh dich. Da ist ein Wither-Skelett. I see you.
So, ich wünsche dir viel Glück. Oh nein, ich hab's. Oh, ich wollte nur schwächen. Problem ist, ich darf den Bogen erst recht nicht angreifen. Wenn ich den Bogen benutze, zweimal treffe, dann ist er tot. Ja, bei mir genau das gleiche gerade. Du hast doch keinen Power 3 Bogen. Ja, aber ich Power 1, das reicht schon. Scheiße. Ich will hoffen, dass wir noch einen bekommen. Kein Skelett in Sicht. Nur eine Lore über mir. Dieses Loch da vorne, ein bisschen Sorge. Ich hab echt Schiss manchmal, dass da so ein Skelett von hinten kommt. Du siehst es nicht kommen und dann bist du tot. Das wäre schon hart. Die Angst hat doch jeder, ne? Deswegen, das kann ja jederzeit passieren. So. Ich geh mal hoch. Ich geh mal hoch auf die Schlossmauer. Bitte Skelett! Warte, ich komme! Schnell! Kerst! Ja, ich komm! Muss ich ja hochbauen! Ich glaub, du hast mal bei dich, der hat mich hier Visier. Ja, geh weg da, runter da! Los, hol ihn dir, schnell, ich hau ab! Renn in die andere Richtung, renn mal hier! Genau, renn mal weg! Warte! Oh, wie toll ist das denn? Hast du was bekommen? Nein. Kohle und Knochen und so. Kann ich alles aufsammeln. Ja, Crap halt. Ja, so Knochen. Oh Gott. Oh, da ist noch eins. Und zwei Lohn. Geil. Gut, ich mach die Lohn platt. Kümmere dich um Skelett. Bitte, Mali. Ich hab getroffen. Los, du. Die Lohn ist noch da. Schlag den Witter jetzt. Schlag den Witter jetzt. Der hat nur noch mehr als weniger als die Hälfte. Wieder kein Schädel. Ah, hier kommt schon keiner wieder. Na komm, Skelette, spawn doch zu uns. Bup, bup, bup. Das war GG wert. Ich weiß, ob wir in die Festung gehen sollten, um nachzuschauen. Hey, wir können ja jetzt erstmal zurückgehen, die laufen ja nicht weg sonst. Okay, alles da. Dann machen wir mal hier Yolo-Jump und los geht's. Hallo Lohe. Tschüss Lohe. Brenne. Du trägst Lohe, Alter. Du bist so low. Da holt jemand Eiskalt meine XP. Wo geht's lang? Einfach zurück? Hier raus. Einfach hier durch. Meluia, der XP-Klauer. Offiziell ja, Gebrauchtmarkt. Den Weg weiß ich. Ist ja nicht schwer. Ach Gott, ich bin gerade so schlecht. Na jetzt. Bis wann hast du heute Abend Zeit? Ne, wow, oh Gott, was geht los? Moment! Wo? Gast auf. Wo denn? Vielleicht komme ich in Nahkampf mit ihm und kann das Schwert. Okay, warte. Nein, nicht töten!
getroffen. Der lebt aber noch. Der ist da hinten. Was? Nein, komm doch runter, du Idiot. Ich kann höchstens runterfeuern, das klappt. Nein, ich schieße bitte nicht ab. Dieser die Lohe soll runterkommen, der Gas soll runterkommen. Dann kommt an die Kante. Ich komm nicht ran. Jetzt hab ich ja, wenn ich angreifen soll. Komm mal runter, Gas. Mann, da komm ich einfach nicht ran. Ich krieg's bis hier auf. Oh, wie mir das Geräusch Angst macht, Alter, ich mach das mal eben aus. Hast du Gas für mich? Eine halbe Minute, ansonsten schieße ich. Oh ne, das ist Lava, ich wollte jetzt runterspringen und ihn töten, aber das geht nicht. Da unten ist ein Enderman, lol. Zeit ist rum, ich denke ich. Nein, echt nicht, wir brauchen. Ja, aber ich krieg meistens Gasträger, wenn ich die töte. Gott, ich bin richtig runtergefallen. Ich habe keine einzige Gastrainer haben wir doch bisher, oder? Weiß es nicht. Moment. Bleib doch unten in dem Moment. Ich bleibe in der Höhle. Ich habe einen Plan. Warte mal. Ich werde garantiert jetzt den Gastrainer rauskriegen. Ich setze jetzt meinen Glücksbringer gegen das Drecksvieh ein. Oh, hier ist noch ein. Na. So, ich komm. Zwei gerade. Wo ist der Gas? Den töte ich jetzt mit einem Treffer. Wo bist du? Angriff beginnt. Wo ist der? Der hier ist einfach despawned, lol. Ja. Verdammt, ich komm hier ran. Das Ding ist, es bringt nichts, wenn du ihn angreifst, weil ich muss ihn ja mit dem Schwert hier angreifen. Mein Lackpen wird mir jetzt gekriegt. Ich schieß den jetzt runter. Komm, lag bitte einmal! So wie es nicht geklappt hat, bitte lag. Also mit dem Stich. Ist glaube ich in die Lava verreckt. Nein. Die XP sehe ich noch nicht, wir müssen die XP finden. Ich habe den runter geschossen, das heißt er muss XP gedroppt haben. Ja, die ist aber safe in den Dings gefallen. Hilfe mit dem Skelett! Hilfe! Ich sag's doch. Ja, aber so schnell kann ich doch nicht reagieren. Ich komm zurück. Das reicht mir jetzt. Wo ist meine Items? Ja. Da liegen die. Schnell, helf mir. Pass auf. Ja, du musst aufpassen. Schnell, töte das Vieh. Bevor es Eier legt. Ganz schnell. Die Rüstung. Ja. Wo hab ich sie? Meine Rüstung, wo ist die? Da oben liegt noch ganz viel. Der hab ich einfach safe überrascht. Fast. Und dann. Das war jetzt echt der Schock meines Lebens. Ich bin schon einmal hier verreckt und sind. Was denn? Ich geh so hoch, suche nach Zeugs, da kommst du einfach so hinter mir so ein Winterskelett. Hat's gedroppt, was wir wollten? Nein. Schnell zurück. Zurück zu uns. Jetzt haben wir eine Gasträne. Du hast eine? Ja, weil ich sie es mit dem Schwert angreifen konnte. Geil, wir sind. Oh, das ist ätzend. Wir kehren zurück, okay? Ich muss den Part eigentlich so langsam beenden. Wo bist du gerade? Ich sehe ich gerade. Ja, ich suche gerade den Weg. Zu dir? Weil ich habe ja gerade den Gas getötet eben. Ich stelle eine Fackel auf. X-255 Z101. Toll, hier ist ein Magma Cube. Geh, bitte renn weg von dem Zombie-Pigment hier vorne, um das Ding zu schlagen. Wieder unten bei dem Ding, ne? Ja, was? Wieder bei der Festung, ich renne gerade mal in die Richtung und es nach Hause geht. Bist du da? Ja, da bist du. Gut.
Let's go. Oh Gott. Jetzt mach ich einen auf YOLO. Halt, warte. Muss überlegen, ich hab hier was. Da ist die Brücke von dir, Meluja. Hier bin ich. Bist du anders angegangen als ich? Ja, weil ich gerade um Quarzblöcke machen bin. Ich kann mit Tablets mehr hatte. So. Und runter. Eigentlich war anders lang, aber gut. Ich muss selber nochmal runter. Right. Oh. Ich sehe gerade, weil dein Chat was aufgeploppt ist, dass du verreckt bist. Ja, ich hatte gerade einen Fallschaden noch 10. Ja, moin. Ja, moin, ich bin weg. Oh, ein Pigman, was machen wir jetzt? Ja, einfach draußen rumbauen, habe ich eben auch gemacht. Ich versuche den wegzuschieben. Nein, einfach guck mal hier. Der schiebt. Was? Chaos? Ja? Das ist ein zu großes Risiko, einfach außen rum gehen. Ja, warte mal, halt, da ist was ich gleich, da hab ich, komm noch ein Stück, noch ein Stück. Komm runter. Und tschüss. So, der ist weg. Du Pickmüll, was machst du hier? Die schon klar, dass das nicht dein Gebiet ist, oder? Komm, noch ein Stück. Ja, eigentlich sind wir ja in sein Revier eingedrungen, so. Und er ist tot. Wie ich die alle eiskalt umbringe. Ich bin so ein. Ich bin ein. Wie würdest du es nennen? Berserker. Ja. Und ich beende jetzt auch den Part. Ich hoffe, hat natürlich der Part gefallen. Natürlich hat euch gefallen, wie immer. Nein, der Part. Cool. Und ja, wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüssi, Kuski. Ach Moment, mir fällt noch was ein, was ich in die Aufnahme reinpacken wollte. Das packe ich noch rein. Wenn ich das noch vergesse. Meluja? Ja? Es gibt eine Sache, die wollte ich dich auch fragen. Ja? Ich wollte, dass auch wirklich das ganz öffentlich bleibt hier, dass die Community hört. Okay. Ich habe das von Luke gesehen hier, das Statement in der Miro 3 Konfi. Stimmen alle Aussagen zu 100% oder ist da irgendwas schüchtern erlogen? Warte, was? Die Aussage, das Statement von Retenso in der Miro 3 Konfi. Stimmt da wirklich, dass das mit dir abgesprochen war, alles zu 100%, oder? Ja. Warum? Er hat halt einfach grundsätzlich recht. So, und ich hab dann gesagt, ja, mach halt, ist halt so dann. Ich hab also erst, ich, da ich aber keine Beweise... Bitte was? Ich hab keine Beweise in den Chatverlauf gefunden von Mio 3, das beweist, dass Marvin provokant oder beleidigt hat in der Konf. Ich hab nichts gefunden und da es nichts gab. Ging ja auch... Also in erster Linie ging es ja darum, dass er es nicht hochgeladen hat. Ich habe gesagt zu Luke, dass er bitte einen Screenshot machen soll, davon, wo er provokant geworden ist. Das hat er nicht getan, so. Keine Ahnung. Weil theoretisch hätte, wenn es nach Lukes Ansicht geht, hätte es eigentlich auch noch Barkum Floor erwischen müssen. Nach der Sache mit Trust. Die haben ja auch nicht hochgeladen. Eigentlich hätte da gleich die auch noch mit ansprechen müssen, in dem Fall. Hier stimmt was nicht. Ich rieche, dass das Luke Baku ist doch aber eh nicht dabei. Und Flo weiß selber noch nicht, ob er dabei ist. Ich bin mir ganz sicher auch, da ist Marvin zu sicher und wenn ich mir den Ersatz von Luke durchlese, ist es mir eigentlich so offensichtlich klar, dass... Ich habe das Gefühl, dass Luke das mit Absicht gemacht hat, weil er keinen Bock auf Marvin hat. Der Ersatz ist doch eigentlich schon fast eindeutig dafür. Also er hat auch nicht wirklich Bock auf ihn gehabt, aber er hat jetzt nicht was gesucht, um ihn rauszukicken, sondern er hat weiterhin als seriöser Projektleiter versucht zu handeln und hat dann gesagt, ja, er ist nicht gut fürs Projektklima, was ich so nicht bestätigen kann, weil ich einfach nicht sagen kann, okay stimmt oder okay stimmt nicht, weil ich es nicht genau weiß. Wo war ich? Und dass er eben wohl
zu unzuverlässig ist, weil er Projekte nicht hochgeladen hat. Und das letztendlich ist Fakt, dass er es nicht hochgeladen hat. Ja, okay, da beende ich jetzt wirklich die Aufnahme. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, bis dahin. Tschüss. Und dann wird's Control. Ja.